Wir hätten auch viel weniger Abgestochene, das bedeutet, Pflegekräfte hätten mehr Ach, Freizeit. ach du Scheiße, oh Gott, die Krankenhäuser sind ja auch voll mit Abgestochenen, ne? Nach der Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist mehr über die Identität der Todesopfer bekannt. Es handelt sich um eine 17-jährige Jugendliche und ihren 19-jährigen Bekannten. Frauen könnten sich wieder abends bewegen, ohne Angst haben zu müssen, in Parks, in U-Bahn, S-Bahn und so weiter und so fort. Also. Dass man im Gespräch anfängt, mich zu berühren oder irgendwas, es in Richtung vor die Füße spucken geht, dass du eine Schlampe bist, dass du eine deutsche Hure bist oder irgendwas und dass du dich verpissen sollst und so. Du verlachst die Opfer, du verhöhnst die Opfer, du solltest dich schämen. Die jüdische Bevölkerung könnte wieder Kippa tragen in der Öffentlichkeit. Es ging ja so viel. Ja. Ach ja. Ja. Stopp! Ich kenne dich. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zum zweiten Teil meiner Reaktion auf Holgers Reaktion, auf unsere Reaktion oder so ähnlich. Ich komme da selbst nicht mehr mit, spielt ja auch keine große Rolle. Wir beginnen damit, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit Holgers Lachanfall aufgrund dessen, dass Sascha vom Cowboy Podcast meinte, Pflegekräfte hätten mehr Freizeit, wenn es weniger Abgestochene geben würde. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter rein. Wir hätten auch viel weniger Abgestochene, das bedeutet Pflegekräfte hätten mehr Freizeit. Das ist. Ach du Scheiße, oh Gott. Wir hätten viel weniger Abgestochene und dadurch hätten Pflegekräfte mehr Freizeit. Oh Gott, ja, die Krankenhäuser sind ja auch voll mit Abgestochenen, ne? Ja gut, er hat den Witz immer noch nicht verstanden, geschenkt, aber Holger, es geht doch nicht darum, ob Krankenhäuser mit Abgestochenen überfüllt wären. Weißt du, worum es geht? Es geht darum, dass im Jahr 2021 erstmals Messerangriffe statistisch ausgewiesen wurden. Und es gab im Jahr 2021 sage und schreibe 10.917 Vorfälle, wo ein Messer benutzt oder als Drohmittel verwendet wurde. Über 10.000 in einem Jahr. Und im letzten Jahr, im ersten Quartal, neuere Zahlen gibt es noch nicht, hat sich die Zahl nochmals verdreifacht, mein lieber Holger, verdreifacht. Quellen, wie immer, meine Lieben da draußen, hier drunter, alles, was ich sage, ist belegt. Das ist der ganze große Unterschied zu Holger Kreimeier von Massengeschmack TV, der einfach viel zu viel labert, viel zu viel unfundiertes, dummes Zeug labert. Entschuldigt, aber muss ich einfach mal so sagen, gerade an dem Tag, als Holger seinen Lachanfall bekommen hat, wurde ein 16-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Junge von einem Palästinenser. Ihr kennt die Geschichte. Ganz ehrlich, Holger, ganz ehrlich. So, das Thema Corona kommt ja nachher auch noch. Da sind sie ja komischerweise, oh nein, das wird ja alles, dass die Krankenhäuser voll waren mit Corona-Kranken, das bestreiten sie denn nicht wiederum, ne? Ich benutze keine Kampfbegriffe des politischen Gegners wie Strohmann oder Whataboutism. Sind ja auch nur Luftblasen, um Diskussionen im Keim zu ersticken. Aber wenn ich sie benutzen würde, meine Lieben, dann wäre Holger jetzt aktuell gerade ganz, 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 ganz weit vorne dabei. Ach, und noch was, Holger. Wann waren die Krankenhäuser eigentlich mit Covid-1984-Patienten so sehr belegt, dass sich die Maßnahmen hätten rechtfertigen lassen? Das würde mich schon mal interessieren. Hast du bestimmt auch ein paar Quellen für? Nein, hast du nicht. Natürlich nicht. Wie immer, weil es gibt sie nicht. Es bestand niemals die Gefahr, dass das Gesundheitssystem zusammenbrechen würde. Und deswegen waren die Maßnahmen auch alle für den, du weißt schon. Sag mal, Alter, das ist ja Stammtischniveau der alleruntersten Schublade hier. Holger wird noch häufiger versuchen, unsere Aussagen mit dem Begriff Stammtischniveau herunterzumachen. Gelingt ihm natürlich nicht. Ich gebe aber gerne zu, dass wie wir die Sachen rübergebracht haben, ja, das hatte schon etwas Stammtischartiges, richtig. Aber das ändert nichts daran, dass bei uns die Zahlen und die Fakten und die Aussagen als solche stimmten. Ganz im Gegensatz zu dir, mein lieber Holger. Also dieser Cowboy
Knilch da, der ist ja noch schlimmer als Oliver Flash. Das ist ja der Schlimmste von den dreien da. Frauen könnten sich wieder abends bewegen, ohne Angst haben zu müssen, in Parks, in U-Bahn, S-Bahn und so weiter und so fort. Also. Oh, ja, genau. Hier könnte ich auch schon wieder richtig kotzen. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder ob es vom letzten Mal war. Holger wird noch richtig jammern und das zu Recht, dass sich Homosexuelle nicht mehr offen homosexuell zeigen dürfen. Aber wenn es um Frauen geht, dann fängt er an zu lachen und gleich wird er erzählen, dass er ja immer alte Folgen von Aktenzeichen Y bespricht und das früher auch schon in Parks und Wäldern vergewaltigt wurde. Dies, das und so. Ja. Holger, Deutsche vergewaltigen auch. Ja und, ein Grund mehr, keine Vergewaltiger aus dem Ausland zu importieren. Und es geht ja auch gar nicht immer nur um Mord und Totschlag, um Vergewaltigung. Es geht genau darum, was ich da gesagt habe. Frauen können sich in den Großstädten nicht mehr angstfrei bewegen. Ich habe schon so häufig das Beispiel gebracht mit meiner Ex-Freundin, mit der ich drei Jahre in Berlin, Neukölln gewohnt habe. Ich habe es aber immer nur erzählt lassen. Will doch mal selber sprechen. Dass man im Gespräch anfängt, mich zu berühren oder irgendwas, es in Richtung vor die Füße spucken geht, dass du eine Schlampe bist, dass du eine deutsche Hure bist oder irgendwas und dass du dich verpissen sollst und so. Und von Festhalten bis eine Traube um dich bilden von 5 Jugendlichen ist das alles drin gewesen. Und deshalb, weil das die gottverdammte Realität ist, macht mich das so wütend, Holger. Es macht mich, deine Arroganz, die macht mich so wütend. Die hat nichts mit der Realität zu tun. Du verlachst die Opfer, du verhöhnst die Opfer. Du solltest dich schämen, echt, du solltest dich richtig schämen, mein Bester. Es ist in der Tat, es gibt ein Kriminalitätsproblem unter Flüchtlingen. Das habe ich ja nun auch schon öfter zum Thema gemacht. Ach so, jetzt doch. Jetzt gibt es da ein Problem. Und was soll denn das Gelaber vorweg? Ich kann es dir sagen, was das sollte. Du versuchst auf Krampf den Leuten was vorzumachen. Auf Krampf versuchst du so zu tun, als ob es bei dem Thema Meinungsverschiedenheiten gäbe zwischen uns. Die gibt es aber nicht. Wir sehen die Sache gleich. Und glaub mal, deine Zuschauer, meine sowieso nicht, aber auch deine Zuschauer sind nicht so doof, dass sie darauf reinfallen. Also lass es doch einfach weg. Hör doch auf, so einen Mist zu labern. Aber man soll nun nicht die Dinge so auf die Spitze treiben, indem man jetzt so tut, als wenn uns Flüchtlinge erst sozusagen die Kriminalität ins Land gebracht hätten. Das ist ja nun wirklich dummes Zeug. Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, dass Flüchtlinge uns die Kriminalität ins Land gebracht hätten? Hab ich das gesagt? Hat Chris das gesagt? Hat Sascha das gesagt? Nein, es hat keiner gesagt. Also was soll das dumme Gesappel? Also es gibt ja nun gerade Kriminalitätsstatistiken, dass ja nun viele, dass die Kriminalität ist ja eher gesunken in den letzten Jahrzehnten als gestiegen. Ja, Holger, es werden weniger Fahrräder geklaut. Völlig richtig. Aber auch sonst, erinnere dich mal, du hast ja auch schon ein paar Kilometer mehr auf dem Tacho. Du weißt doch, wie das in den 70er, 80er Jahren war. Da war es doch noch relativ normal, dass sich Deutsche geprügelt haben untereinander auf Volksfesten, auf Schützenfesten. Was weiß ich, das gibt's doch heute so gut wie gar nicht mehr. Sich zu prügeln ist uncool geworden. Das macht man als Deutscher in der Regel nicht mehr. Deswegen sieht die Statistik so aus. Das ist einer von ganz vielen Gründen. Gibt noch mehr. Wie gesagt, ich werde hier drunter alles verlinken. Es war ja früher viel schlimmer in 60er, 70er, 80er Jahren. Also das darf man ja mal nicht vergessen. Da hat sich ja auch vieles zum Positiven verändert. Nein, viel schlimmer war es natürlich nicht. Das ist absoluter Schwachsinn. Wie gesagt, es geht auch um die gefühlte Sicherheit. Und die ist in den deutschen Großstädten nicht mehr gegeben. Und zwar nicht nur für Homosexuelle nicht mehr, auch für Frauen nicht mehr, auch für Jugendliche nicht mehr, auch für Kinder nicht mehr, auch für schwächere Männer nicht mehr. Ich meine, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da war es doch völlig normal, dass man draußen alleine gespielt hat, dass man allein zum Spielplatz gegangen ist mit 6 Jahren und auch wenn Wochenende war, hat man auch im Dunkeln noch draußen gespielt. Ich bin mit 6 Jahren schon allein mit der U-Bahn in die Stadt gefahren und so. Das macht doch heute niemand mehr mit. Woran liegt denn das? Ganz ehrlich. Wie gesagt, ich will damit gar nicht Dinge kleinreden. Du redest sie aber in einer Tour klein. Um dich danach wieder zu relativieren.
Deswegen ist der neue Spitzname ja auch Widerspruchsholger. Deswegen bin ich ja auch klar, ganz klar dafür, dass da auch knallhart Leute abgeschoben werden, die hier straffällig werden. Wer sein Gastrecht hier sozusagen verbraucht, der muss das Land verlassen. Bin ich absolut dafür. Oha, abschieben. Holger, wirst du noch zum richtigen Hardliner? Ja, natürlich abschieben. Aber es funktioniert doch nicht. Es funktioniert doch nicht. In manche Länder wird gar nicht abgeschoben, siehe Afghanistan. Und ja, es ist auch richtig, in bestimmten Kriminalitätsbereichen, wie zum Beispiel bei Vergewaltigung, auch bei Massenvergewaltigung. Und schon wieder sind wir uns einig. Vielleicht hat ja einer von meinen Zuschauern Lust, sobald ich alle Teile herausgebracht habe, wird noch ein bisschen dauern, es werden viele Teile, mal eine Strichliste zu führen, wie oft Holger uns recht gegeben hat. Diese Phänomene gab es in der Form früher in Deutschland nicht so sehr. Da gibt es in der Tat ein zunehmendes Problem und das hat auch mit Migration zu tun. Richtig, Holger. Die klassische Vergewaltigung, sprich Mann springt aus Busch, vergewaltigt fremde Frau, war in Deutschland so gut wie ausgestorben. Die meisten Vergewaltigungen, ohne die jetzt irgendwie kleinreden zu wollen, fanden statt Beziehungen. Du weißt schon. Aber wir haben uns das jetzt importiert. Gruppenvergewaltigung sowieso kannten wir in Deutschland gar nicht. Und ich finde, dass Gruppenvergewaltigung auch so viel aussagen. Wir hatten doch diesen Fall in Freiburg, war das, glaube ich, wo 13 Jungs ein Mädchen vergewaltigt haben, draußen im Gebüsch vor einer Diskothek. Und das sagt doch einiges aus. Du findest einen Deutschen, der eine Frau vergewaltigt. Du findest auch zwei Deutsche, die gemeinsam eine Frau vergewaltigen. Bei dreien wird es schon eng. Aber gut, schenke ich dir auch noch. Aber spätestens, wenn das vier sind, wir reden über ungeplante Vergewaltigung, dann muss es doch einen geben, Holger. Dann wird es einen geben, der sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Hört sofort auf. Oder ich rufe die Polizei. Und da, damals in Freiburg, 13 Leute. Und keiner hat gesagt, was ist hier los? Keiner. Merkst du was, Holger? Merkst du was? Aber du kannst doch jetzt nicht so tun, als wenn wir jetzt hier früher hier ein fröhliches, goldenes Land gehabt hätten. Doch, ich tue so, weil ich dabei war, weil ich 53 Jahre alt bin, weil ich die 70er Jahre erlebt habe als Kind, weil ich die 80er Jahre erlebt habe als Jugendlicher. Gut, in den 80ern ging es schon los mit den türkischen Gangs und so. Bleiben wir mal bei den 70er Jahren. Doch, es war ein goldenes Land. Genauso übrigens wie hier in Spanien. Hier in Spanien, bei mir auf Mallorca, ist es tatsächlich so, in den kleinen Städten, in den Dörfern, da können die Kinder spielen bis, gehen ja eh hier mal ein bisschen später ins Bett, aber auch gerade am Wochenende und so. Die spielen im Dunkeln, die spielen am Lein. Ist völlig normal, völlig normal. Und das hätte ich gerne wieder. Die jüdische Bevölkerung könnte wieder Kippa tragen in der Öffentlichkeit. Es ginge so viel. Ja. Ach ja. Ja. Ach ja, wir müssen noch richtige, jetzt schöne Musik spielen, so herzensschöne Musik, so klassische. Und der kann auch noch mal seine Rede halten. Ach ja, sagt Holger über die Ängste, die Juden in Deutschland heutzutage ausstehen müssen und meint, wir müssten jetzt Musik spielen. Ja, wir könnten jetzt Musik spielen, wir könnten aber auch dies hier einspielen. Ich filme dich. Ich filme dich. Ich filme dich. Oder dies hier. Jeder redet über Antisemitismus von rechts. Wir hier sind in den 6 Jahren noch nie von Nazis oder Rechten angegriffen worden. Wir werden immer von Muslimen bedrängt, bespuckt. Ihr scheiß Juden, warum steht ihr hier? Das hören wir eigentlich ständig, das ist schon normal. Holger, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So wie Charlie Chaplin am Ende von Der große Diktator kann jetzt auch Cowboy-Podcast eine Rede halten. Ein Nazi-Vergleich von Holger, Ausrede von Holger, der sich zu Recht darüber beschwert, dass heute alles und jeder ein Nazi sein soll, wenn jemand die Wahrheit spricht und Holger dagegen halten muss. Die Gründe habe ich ja eben benannt. Dann ist er sich auch nicht zu blöd für einen Nazi-Vergleich. Traurig. Wieder mal einfach nur traurig. Es wäre so schön, wenn es keine Flüchtlinge mehr in Deutschland gäbe. Wir hätten keine Kriminalität mehr. Und die Gesellschaft wäre friedlich. Wir würden alle nett und friedlich miteinander umgehen. Wer hat das gesagt, Holger? Ich kürze es mal ab. Wieder mal keiner. Also was soll das Gesappel? Was soll es? Lass es doch einfach. Hör doch auf, uns Dinge in den Mund zu legen, die wir nie gesagt haben. Das ist doch völlig... Es ist nicht nur unjournalistisch, es ist auch unanständig. Das glaubst du doch wohl nicht im Ernst, Junge. Also ehrlich, Holger, das kann ich nur zurückgeben. Und ich glaube, wenn du das hier siehst, dann, weil, nochmal, du bist ja nicht doof,
dann wirst du auch ins Nachdenken kommen, was du dir für einen peinlichen Auftritt erlaubt hast. Hochnotpeinlich. Wo stehst du eigentlich wirklich jetzt politisch? Das wollte ich dich fragen. Das hat mich interessiert. Ich kann das so pauschal nicht beantworten. Also jedenfalls in meinem Wahlverhalten stehe ich eher links. Also ich habe oft die SPD gewählt. Ich bin auch früher Mitglied der SPD gewesen. Ich sehe mich auch aber eher in der Tradition einer SPD. Ja, da schüttelt der Cowboy-Podcast den Kopf. Wie kann man denn die AfD nicht wählen? Weil es eine Kackpartei ist. Deswegen will ich die AfD nicht. Weil es eine Kackpartei ist. Holger wieder auf einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs. Von vor 20, 30 Jahren, würde ich mal so sagen, nicht der heutigen SPD. Ja, ich bin den Traditionen von Helmut Schmidt und solchen Leuten. Ich auch, Holger, ich auch. Hast du ihn auch kennengelernt? Wahrscheinlich ja. Wird es nie vergessen. Und das Gute an Helmut war ja auch, dass er im Laufe der Jahre immer klüger wurde. Horch mal hier rein. Also brauchen wir keine Zuwanderung, der Fachkräfte wegen oder des Arbeitsmarktes wegen, Ihrer Meinung nach? Nein. Zuwanderung aus fremden Zivilisationen schafft mehr Probleme, als es uns auf dem Arbeitsmarkt an positiven Faktoren bringen kann. Zuwanderung aus verwandten Zivilisationen, zum Beispiel aus Polen, ist problemlos. Zum Beispiel aus Österreich, ist problemlos. Bei etwas östlicheren Gegenden, zum Beispiel Zuwanderung aus Anatolien, ist nicht ganz problemlos. Zuwanderung aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. Zuwanderung aus Kasachstan bringt Probleme mit sich. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Säugling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen worden sind. Na, und nun, Holger, merkst du langsam, dass Helmut, du und ich die Sache exakt gleich sehen? Oder willst du weiter versuchen, deine Zuschauer zu verarschen und künstlich irgendwelche Gegensätze zu erfinden? Ich finde die heutige SPD auch scheiße. Immerhin. Wann war Sarah Wagenknecht, die da so hinter dir an der Wand hängt, wann war die Spitzenkandidatin bundesweit? Vor 4 Jahren oder vor 5 oder wurde das schon länger her? Weiß ich nicht. Da habe ich jedenfalls einmal die Linke gewählt, sogar zur Bundestagswahl, weil sie damals hat mir Sarah Wagenknecht richtig gut gefallen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Darüber können wir auch gerne noch reden, wenn du möchtest. Weiß ja, dass du da eine andere Haltung hast. Also insofern würde ich mich da eher links einordnen. Aber es gibt halt linke Lebenslügen. Und zu denen gehört zum Beispiel, dass ich als schwuler Mann ja wieder mehr Gewalt auf der Straße erlebe oder zumindest Angst davor haben muss, als es früher der Fall war. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und da bin ich ja auch voll bei ihm. Ist ja gar kein Thema. Ist ja gar kein Thema. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber dann irgendwie die Ängste der Frauen und der Juden dann so runterzuspielen, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Holger, du lebst nicht allein auf der Welt. Es gibt nicht nur Schwule auf der Welt. Und dies hat unter anderem mit einer gescheiterten Integrationspolitik zu tun, die von links betrieben wurde. Ja. Gescheiterte Integrationspolitik. 100 Punkte, Holger. 100 Punkte. Läuft doch. Und da bin ich als Linker zum Beispiel schon in der Bredouille, dass ich sage, ist ja schön, dass wir sagen... Okay, ja, bravo. Kriegst ein Leckerli, Holger. Ja, gut, da gehe ich ja auch mit, was das Thema angeht. Das ist ja nur auch Fakt. Ja, da gehst du mit. Es gibt kein anderes Thema. Das ist das Thema, Holger. Und wenn du bei dem Thema mitgehst, gehst du bei jedem Thema mit, über das wir hier sprechen. So einfach ist das. Dass es so ist. Und ich weiß ja von genug Freunden auch und Bekannten aus meinem Umfeld, die das immer wieder erlebt haben. Aber deswegen ist es doch dummes Zeug zu sagen, wir haben keine Kriminalität mehr, wenn es in Deutschland keine Ausländer und keine Flüchtlinge mehr gibt. Das ist doch total naiv, das zu glauben. Holger, langsam reicht es. Echt, was soll es, dass du ständig Dinge in den Mund legst, die wir nie gesagt haben. Niemand hat behauptet, es gäbe keine Kriminalität mehr. Aber es gäbe weitaus weniger. Bei dir in Hamburg, Hamburg, meine Heimatstadt, Gefängnisse belegt mit 60% Ausländern. Und dann kommen die Passdeutschen noch oben drauf. Und jetzt kommst du. Holger hat gerade von linken Lebenslügen gesprochen. Da kann ich ein Buch empfehlen, das mich da auch, das war somit das erste, was mich da rausgeholt hat aus dem linken Sumpf. Das Buch heißt Linke Lebenslügen, schon ein bisschen älter, bestimmt 20 Jahre alt mindestens, ist geschrieben von Klaus-Rainer Röhl, das ist der Ex-Mann von der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Ja, das will ich auch unter dann verlinken, bitte immer beim Kopf. Das ist sicherlich auch ein kluges Buch, gut, dass du das gelesen hast. Da hatte ich hoffentlich ein bisschen, aber hatte ich offenbar nicht weitergebracht, Olli. Doch, Holger, mich hat das Buch weitergebracht. Das Buch heißt ja, wie gesagt, Linke Lebenslügen und es hat mir, wie gesagt, geholfen. Es war der erste Schritt, aus dem linken Sumpf herauszubekommen. Also, was laberst du schon wieder für einen unlogischen Mist? Lies das Buch mal lieber selber, mein Bester.
Link hier drunter. Immer schön beim Kopfverlag bestellen, damit ich auch was davon habe. Danke dir. Leute, ich steige heute ein bisschen früh aus. Heute wird es nicht so lang, weil es ist einfach so belastend, so viel Müll auf einmal zu kommentieren. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Haut rein, macht weiter und bis später.